Moin moin, herzlich willkommen zu der ersten Folge einer neuen Serie auf meinem Kanal, nämlich der Serie Slavos Abschied. Ja, was ist diese Serie? Was werde ich bei dieser Serie machen? Es ist eine Road to Glory und wie viele Road to Glories bezieht sich diese Serie auf natürlich auf einen Spieler und dieser Spieler ist, wie ihr schon im Titel seht, Slavomir Paul Freier. Ja, warum Paul Freier? Warum Slavo Freier? Was hat das für einen Hintergrund? Das ist ganz einfach. Slavo Paul Freier, oder wie man nennen möchte, ist mein absoluter Lieblingsspieler. Er hat bei meinem, er hat bei meinem Lieblingsverein gespielt, nämlich VfL Bochum. Und wird dieses Jahr aufhören mit dem Profifußball, also er hat sein Karriereende, er wird offiziell ab dem 1.7. nicht mehr bei dem Verein sein und auch nicht mehr im Profifußball zuständig. Und deswegen habe ich mir überlegt, das passt ganz gut, wenn man jetzt so ein Abschieds-Road to Glory spielt, ja. Und das ist jetzt so der Grundbaustein. Ihr seht schon mal mein Team hier. Natürlich so ein Anfangs-Starter-Team. Nicht gut, nur 65 Chemie. Mehr konnte ich noch nicht rauszaubern. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir uns daraus was Schönes bauen können. Und jetzt noch zu den paar Regeln. Oder halt, ne, Regeln kann man es nicht nennen. Sondern zu den, weil in der Road to Glory möchte man natürlich ja sein Team verbessern und sein Team immer besser machen, natürlich auch bessere Spieler einkaufen und so weiter. Und wie wir diese Spieler einkaufen und welche Spieler wir einkaufen, da gibt es so, ich sage jetzt einfach ein paar Regeln dazu und wie sich die Spieler verbessern. Wir müssen uns erst ein Grundteam festlegen, was wir erst so aufbauen mit den ganzen Gesamtwerten und so weiter. Und dann spielen wir Spiele. Und durch diese Spiele, also nach jedem Spiel wird ein Spieler verändert, wird ein Spieler, sag ich jetzt mal, eine Position wird besser besetzt, ja? Und wie wir diese Position besser besetzen, ist ganz einfach. Auf jeden Fall ist es so, man spielt und schießt höchstwahrscheinlich Tore. Auf jeden Fall, für eine Anzahl von Tore auch eine Anzahl an Bewertungen, die man nach oben gehen darf. Also wenn man jetzt 0 Tore schießt, kann man 2 Bewertungspunkte nach oben. Also ich zeige jetzt einfach mal am linken Verteidiger, der hat 55. Also wenn ich jetzt ein Spiel spiele, was 0:0 ausgeht, kann ich mir jetzt zum Beispiel jetzt irgendein Spieler aussuchen. Ich nehme jetzt den linken Verteidiger und der wird dann auf 57 hochgetrumpft oder hoch gepusht, keine Ahnung, wie man es sagen möchte. Auf jeden Fall, je mehr Tore man schießt, desto mehr darf man natürlich auch den diese Karte hoch pushen und verbessern. Diese Position, da habe ich mir überlegt, bei 0 Toren von mir gibt es 2 Bewertungspunkte, bei einem Tor 3, bei 2 4, bei 3 5, bei 4 6 und bei 5 7. Und wenn ich über 5 Tore schieße in einem Spiel, bleibt es aber bei den 7 Punkten, die ich dann erstmal für den einen Spieler ausgeben darf. Aber natürlich gibt es auch noch Zusatzpunkte und Abzüge. Zusatzpunkte sind zum Beispiel jetzt bei einem Sieg wird dann, wenn ich gewinne das Spiel, wenn ich zum Beispiel 5:0 gewinne, dann habe ich insgesamt 8 Bewertungspunkte, die ich hochgehen darf, nämlich die 7 Punkte. Wenn ich gewinne, kriege ich einen Zusatzpunkt, also 7 plus 1 sind 8. Und wenn ich verliere, gibt es einen Minuspunkt, also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich verliere, dann 6:5 zum Beispiel, dann darf ich nur 6 Punkte nehmen. Und wenn Slavo Paul Freier, unser rechter Verteidiger, ein Tor schießt, gibt es 3 Punkte, aber was nicht so oft vorkommen wird, glaube ich. Und wenn er eine Torvorlage gibt, was schon ein bisschen öfters vorkommt als Außenverteidiger, gibt es 2 Zusatzpunkte.
Jetzt kommt noch eine Regel, die nur bei Siegen gilt. Also wenn ich gewinne, gibt es noch die Regel, dass ich nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel 4 zu 2 gewinne, dass ich jetzt nicht, Moment, 4 zu 2 müssen 6 plus 1, wären 7, 7 Punkte bekomme, sondern wenn ich 4 zu 2 gewinne, hat der Gegner ja auch Tore geschossen, nämlich 2, und diese Tore werden dann abgezogen. Also 6 plus 1 sind 7, 7 minus 2 sind 5. Das bedeutet, ich darf einen Spieler mit 5 Bewertungspunkten verbessern. Okay, das war jetzt eigentlich diese Erklärung zu dem Dingen, zu diesem Road to Glory, zu dieser Road to Glory. Und was gibt's noch dazu zu sagen? Genau, ich werde jede Folge höchstwahrscheinlich 2 bis 3 Spiele spielen. Was habe ich jetzt gemacht? Nein, außer heute, da werde ich nur ein Spiel spielen, weil ich jetzt ja alles nochmal erklärt habe und ich diese Folgen eigentlich ziemlich kurz halten möchte. Auf jeden Fall, wir ziehen uns jetzt erstmal das Pack, was wir bekommen haben, dass wir ja einen Verein gegründet haben, nämlich so ein Gratis-Set. Und mal schauen, was da drin ist. Vielleicht, wenn wir Glück haben, ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. Dort spielt nämlich der VfL Bochum, wer es nicht weiß. Naja, wenigstens ein Rare Player. Okay, es sind nur Spieler. Da hatten wir eins. Hartmann, wartet mal. Aber der Stürmer. Und Dring haben wir auch. Aber tun wir alle mal in den Verein. Und ein deutscher rechter Verteidiger. Mensch, das braucht man doch nicht. Ich habe doch schon rechten Verteidiger, den Slavo, Mensch. Oh Mann. Hier tun wir mal die aktive Mannschaft rein, dass wir das so bei Männchen da, den anderen tun wir für den Araber rein, weil arabische Liga habe ich nicht vor, etwas da, das ist der deutsche Moment, der Hartmann. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mein Team erstmal so fertig habe, weil ich euch dann das Team mal kurz vorstellen werde. Also bis gleich. So, ja, willkommen zurück zu meiner Aufstellung. Ihr seht es, ich habe nur 68 Chemie und unser Freier hat nur 3 Chemie. Das ist ein bisschen blöd. Und ja, das wird eine Arbeit sein, das wird eine schöne Arbeit sein. Ich habe jetzt versucht, so viel Chemie wie möglich rauszubekommen. Habe ich auch schon ein paar Zweitligisten hier, was ich auch, womit ich auch anfangen werde, mit Zweitligisten erstmal, mir erstmal die zu kaufen. Und natürlich will ich zuerst den Freier auf 9 oder 10 Chemie bringen. Und dann würde ich sagen, dann nenne ich noch schnell meine Mannschaft um. Und dann können wir auch gleich in das erste Spiel starten. Heute gibt es ja, wie gesagt, nur eine Partie, weil ich ja alles erklärt habe. Sonst gibt es 2 oder 3. Slavo, wie nennt man das? Slavo. Slavos Team. Und dann hinter noch FG. Was FG bedeutet, nämlich, das bedeutet Fußballgott. Ja, das ist ein ziemlicher Insider. Den wirst du nicht verstehen. Auf jeden Fall ist Slavo freier Fußballgott. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns jetzt gleich bei der ersten und wahrscheinlich auch letzten Partie dieser Folge. Bis denn. So, hier ist das erste Spiel dieser neuen Serie. Und unser erster Gegner heißt Santa Rosa FC, ist auch wahrscheinlich ein Standard-Team, also so ein Start-Team. Und er hat 52 Chemie, nicht so gut wie wir sind ja auf 68, wenn ich mich nicht irre. Und wir springen auch gleich in die erste Chance. Ja, 7. Spielminute, Ball kommt schön auf Hartmann, der schließt mit rechts ab und haut den Ball links am Pfosten vorbei. Dann Busch. Mit dem Abwurf, Stoppfehler von mir und Lambot auf Jose Carlos, der auf Reed und der muss den Ball einfach nur noch ins freie Tor schießen. 12. Minute, ich liege 1 zu 0 hinten.
Einwurf auf McFeely, den linken Verteidiger, der packt den Schuss aus Hartmann mit dem Abprall-Kopfballversuch, aber das wird leider auch nichts. Dann Ball auf Flynn, der schickt Hartmann, richtig schön gemacht, Hartmann kriegt den Ball nicht unter, dann nochmal Hartmann auf Diering, der aus Aue, in Aue spielt, Diering mit tollen Schuss und dann kommt mein rechter Flügel Bolitano und haut das 1:1 rein, ausgeglichenes Spiel bis hierher. Hartmann kommt rein, dann Schuss wieder von Diering, glaube ich. Dann, ja, das war Halbzeit und es steht zur Halbzeit 1:1. Und dann geht's auch gleich weiter. Bolitano auf Hartmann. Der läuft und läuft. Und ich finde, das war ein klarer Elfmeter. Das ist ziemlich schade, dass der Schiri nicht gepfiffen hat. Deswegen steht's noch 1:1. Das ist Demontis mit einer tollen Flanke auf Hartmann. Und jetzt steht's 2:1. Verdient in der 52. Spielminute. Dann mal unser Fußballgott Freier am Ball. Freier schließt ab. Gar nicht mal so schlechter Schuss, aber der Torwart hat da nicht so große Probleme. Dann nochmal Politano auf Charles. Der schließt auch mit links ab in der 64. Aber kein Problem. Mal wieder für den Keeper, der eine gute Partie macht. Dann nochmal Charles. Knapp am Pfosten vorbei. Des 87. kommt der Ball wunderschön auf Flynn, der mit dem angeschnittenen Schuss in der 89. Minute 3:1 und das war auch der Endstand. Richtig cool, und ihr seht ja, Freier hat weder ein Tor und noch eine Torvorlage gemacht. Und jetzt gehen wir zu unserer Mannschaft und wechseln einen Spieler aus. Also wir holen uns einen neuen Spieler. Bis denn. So, hier sehen wir unser Team und wir haben ja im letzten Spiel 3:1 gewonnen. Ziemlich guter Start. Und jetzt kommt die komplizierte Punkteabrechnung, wie wir unser Team verbessern. Kommt jetzt und das mache ich jetzt mal ganz langsam und ganz, ja, in verschiedenen Schritten. Erster Schritt, wir haben 3:1 gewonnen. Also wir haben 3 Tore geschossen und das macht 5 Punkte. Wir haben gewonnen, also nochmal ein Gratispunkt, das macht 6 Punkte. Und wir haben ein Gegentor bekommen, also wir haben ja 3:1 gespielt, deswegen nochmal ein Punktabzug. Und dann kommen wir auf 5 Punkte, also 5 plus 1 minus 1 sind 5. Und das bedeutet, wir können einen Spieler mit 5 Fähigkeitspunkten oder Bewertungspunkten, wie man es sagen möchte, verbessern. Und ich habe mir da überlegt, uns einen rechten Mittelfeldspieler zu nehmen, da ich erst uns einen Slavo Freier volle Chemie geben möchte. Und 59 plus 5 ergibt 64, also ist es immer noch ein Bronzespieler. Und unser Bronzespieler, den wir nehmen, ist Sebastian Hille aus Bielefeld. Bewirkt, dass Slavo Freier 9 Chemie hat und selbst hat er, Moment, 6 Chemie, was auch ganz okay ist. Dieser Hille hat gutes Tempo, ordentlichen Schuss für einen Bronzespieler, passend ist auch ordentlich, Dribbling auch, also ganz ordentliche Werte. Und dann würde ich sagen, könnten wir theoretisch noch, Moment, vielleicht dies auf die Seite verlagern. So, ja, dann kriegen wir bessere Chemie zusammen. Nämlich wir haben jetzt 84 Chemie, was schon ganz ordentlich ist. Hille hat jetzt 10 Chemie und Hartmann auch. Das ist echt ziemlich cool. Gibt es noch irgendwas anzumerken? Ja, ich glaube, das war die erste Folge und das müsste jetzt auch das Ende sein. Wie gesagt, diese Folge leider nur eine Partie wegen der Erklärung am Anfang, die wahrscheinlich niemand verstanden hat. Auf jeden Fall, ihr werdet das, wenn ihr es nicht verstanden habt, irgendwann lernen, weil ich es ja immer wieder anwenden werde mit den ganzen Bewertungspunkten, wie ich die update, sage ich jetzt mal so. Ich hoffe, diese Serie gefällt euch. Ihr könnt gerne mal einen Daumen nach oben drücken, wenn euch diese Serie gefällt. Wenn sie euch nicht gefällt und ihr es ziemlich langweilig findet, dann könnt ihr den Daumen nach unten klicken, dass ich es mal sehen werde. Noch was, diese Serie kommt wahrscheinlich jetzt am öftesten, weil es nicht so viel Aufwand ist wie Packlack oder wie Rund um die Welt.
Und Pack-Openings, weil bei Pack-Openings muss man natürlich auch die Mittel haben, man muss entweder Coins haben oder man muss FIFA-Pots haben und zurzeit bin ich ziemlich pleite in Real Life. Deswegen wird nicht mehr so viel kommen in den nächsten Wochen an Pack-Openings. Deswegen wird öfter jetzt diese Road to Glory kommen. Und ja, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen, angenehmen, warmen, kuscheligen Donnerstag. Und ja, Servus, macht's gut und ciao.